Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Verzeihung, dass in der letzten Zeit über Silvester keine Videos kamen. Aber es ist wie es ist, was soll ich sagen, Stress, ne? Wobei, ich habe den Friday Vlog, also für morgen, beziehungsweise für heute, das Video kommt ja heute auch am Freitag. Der Friday Vlog ist heute schon rausgekommen. Der Friday Vlog, den habe ich schon noch hochgeladen. Also jetzt geht's auch wieder los mit The Walking Dead und Bioshock Infinite habe ich mir gekauft. Das passt da jetzt eigentlich gar nicht alles hier rein. Das mache ich dann im Ankündigungsvideo. Das kommt demnächst auch, da könnt ihr dann nochmal reinschauen. Jetzt machen wir aber erstmal irgendwas. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Tja. Die Schlüssel. Look at the one trapped over there. Better him than us, huh? Oh shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Could be anybody, you know? They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doug. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Was haben wir denn hier noch so? Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Aha, wir haben eine Fernbedienung. Jetzt ergibt das Ganze auch mal ein bisschen Sinn, aber wir können uns gerade auch noch mal umschauen. Did you guys try to get in there and get weapons? Did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay. Ich habe eine Idee. Aber vorher möchte ich eigentlich nochmal reingehen. Okay. Und zwar möchte ich damit, wie hieß sie denn? Mit der Frau nochmal sprechen, die ihren Dad da pflegt. Und zwar, dass wir eventuell die Schlüssel gefunden haben. Vielleicht können wir ihr das ja sagen. I'm gonna get back to him. Sounds good. Okay, wir können ihr nichts sagen. Dann würde ich mal behaupten. Wir sind so ver... Oh, rede mit Carly? Hallo? Hey, Carly. Wollen wir erstmal mit ihr losziehen? You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Okay. Das ist ja auch noch eine Mission gewesen. Das fällt mir gerade erst so wieder ein. Stimmt. Shit. Get down. Oh shit. Also wir hatten jetzt zwei Möglichkeiten. Wir müssen dann auch noch in die Apotheke. Be ready to shoot. Guys,
Man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go, now. Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Oh, oh. Die müssen wir wahrscheinlich alle plätten. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Wir können ja hier rüber sehen, richtig? Wir müssen aber auch schnell genug wieder runter. Okay. We're a little naked out here, except for Carly's gun, and we can't use that much. Wir müssen noch mal zurück. Wir können ja auch mal hier rüber. Was ist das denn? Ein Kissen. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Ah. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ich glaube, ich weiß, was Lee vorhat. Und das ist gar nicht mal so dumm. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Das könnte ein bisschen laut werden. Ow! Hey man, that drew some attention. Be careful. Versuchen wir es nochmal. I'm done trying to punch out windows. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Genau. That was sick. Das war nämlich die Idee, einen Schalldämpfer einfach zu bauen. Haben wir hier etwas? Eine Zündkerze. Ah, hier hinten war ja auch noch irgendwo ein Zombie. Vielleicht können wir den... It's a sparky thing. Spark, genau. You should hold on to that. Could come in handy. Jetzt können wir den da hinten eventuell platt machen. That was awesome. So.
mit der Zündkerze irgendwie wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Oder doch? Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Ah, das könnte natürlich auch funktionieren. Okay, das war ein bisschen laut, das war vielleicht nicht so gut, aber that could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Das hat gut funktioniert soweit. Okay. Hier ist nichts weiter, das heißt, wir müssen hier lang. Und wir müssen hier lang. Dieser Zombie da macht mir ja ein bisschen zu schaffen. Nun gut. Wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren, ob wir diesen Zombie da noch plätten können. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.